Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tom Clancy's The Division. Mach dich jetzt weg. So, nice. Alles klar. Ja gut, die Sniper-Tante, die mag ich gerne. Die bewegt sich nicht so viel. Wir sind wieder im Geschäft. Das Netz ist wieder stabil und die Lichter brennen. Naja, zumindest die, die nicht kaputtgeschossen wurden. Sieht wieder wie der Times Square aus. Es gibt eine Menge Leute, denen das etwas bedeutet. Boah, Leute, ich sage es euch. Das Spiel ist teilweise echt nicht leicht. Mal schauen, was wir bekommen haben. Oh. Man hat die falsche Taste gedrückt. So. Jawollo! Ballistik-Rucksack. Und Mechanics Impact-Handschuhe. Jawoll. Ist mal eine geile Pistole oder was? Ich glaube nicht, dass die mehr kann. Agent, wir haben Überwachungsvideos gefunden. Sie zeigen, was zumindest aus ein paar unserer Kollegen aus der ersten Welle wurde. Das macht mich nur noch entschlossener. Merken Sie sich meine Worte, das ist nicht die ganze Geschichte. Okay. Können wir nichts draufsetzen, außer einen Schalldämpfer oder eine Mündungsfeuerbremse. Sind schon ganz schöne Schweine, muss ich sagen. Ganz schöne Schweine. So, es wird Zeit, unser... Ach nee, komm, das Safe aus, nehmen wir noch mit. Vielleicht gibt es da eine geile Waffe, die wir irgendwie dann kaufen können. Elektronikteile sind auch wichtig, bestimmt. So, jetzt, was willst du? Wasser kannst du haben. Gibt's auch ein nicht ganz ehrlich, ein unehrlich? Ja, doch, unehrliches Danke gibt's eigentlich, ne? So! Dann offenbare mir mal, was du zu bieten... Ja, ja! Habe ich auch gehört. Voll schlimm. Das war, glaube ich, russisch oder sowas. Wollen Sie mich einschüchtern? Nein. Hätte ich Bock drauf, hätte ich das Ding ins Gesicht gehalten. Sie betreten einen sicheren Bereich. Ja, nice. Tür auf. Also, wir haben auf jeden Fall dominiert, würde ich sagen. Super Preise, super Ware. Kommen Sie und staunen Sie. Sind Sie auf irgendwas gestoßen? Kein Problem. Wir sehen uns. Hallo. Hallo. Ach komm, weißt du was? Was gibt's denn hier noch so? Erstmal verticken, ne? Ich will meinen Scheiß erstmal loswerden. Kommen Sie ruhig her und sehen Sie mal. Die Maske finde ich ganz geil.
Mein Gott, sagst du, Lautstärke ist irgendwie gar nicht vorhanden gerade. Hör mir auf. Alter, was geht denn jetzt? Boah, Leute, das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, wie war denn... des sicheren Bereichs. Alles klar. Mal eben schnell die Taste gesucht, wo man sich hier stumm schalten kann. So. Ach, wisst ihr was? Komm, dann nehmen wir den auch noch mit. Wir sind gerade on the way. On the road again. Ja, was soll ich dagegen machen, wenn ein Teil meiner Ausrüstung überholt ist? Oh, warte mal. Ja doch, das Ding habe ich jetzt angelegt. Ah, warte mal, genau. Ja, läuft. Haben wir ordentlich gesammelt. Oh Mann, meine Lunge bringt mich um. Funktionieren diese Filter überhaupt? Nimm einfach, was du brauchst und mach hin. Wir haben keine Zeit. Oh Scheiße, die haben hier schon alles leer geräumt. Ist kaum noch was übrig. Ja, ich weiß. Als wären wir mitten in einer Katastrophe oder so. Wenigstens gibt's noch Bonbons. Salmiakpastille. Was ist eine Salmiakpastille? Kann man das essen? Würdest du bitte einfach alles einpacken, damit wir hier raus können? Ach, und wenn du irgendwelche Snacks findest, pack die bitte auch ein. Ja, nice. Oh Gott, jetzt juckt die Nase wieder. So, wer von euch... Jetzt schmeißt man die Frage in den Ring. Wer von euch hat alles Allergien? Potenzielle Feindbasis identifiziert. Der Typ, der jetzt ja sagt... Mein Beileid, ich auch. Keep moving. Ne, für Level 14, da bin ich noch ein bisschen zu low für. Ich will nur die Base. Nein, vermisst da ist auch egal. La 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 la. So, hoch da mit den Füßis. Und zack. So, jetzt will ich aber hier einen Waffenhändler haben. Ja, nice. Beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Und was gefällt Ihnen hier? Die Scar ist meine, aber sowas von. Fuck. Warum habe ich gerade die Dinges gekauft? Oh nein, ich hätte so bruisen können mit dem Ding. Aber egal, die ist auch schon nicht schlecht. Meine. Boah, Alter, wie geil. Wie geil ist das Ding denn bitte? Hä? Okay, cool. Alter Schwede. Hey, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Ja, habe ich mir gerade gekauft bei dir, Kollege. Nice one, ey, echt ohne Spaß, ne? Ich glaube, ich habe gerade den Griff verkauft. Ja. Machst du nix. Machst du nix. Wir finden bestimmt noch mal irgendwann was. Was Sie sehen, wird Ihnen gefallen. Oh. Chamber Tea. Die Dark Zone. Die Dark Zone. Diese Karten des britischen Empire aus dem 19. Jahrhundert. So. Warnung. Sie entfernen sich aus dem sicheren Hat Bereich. Hat sich Hammer gelohnt, muss ich sagen. Boah, 10.000 ist aber...
nicht gerade übel. Komm, weißt du, versuchen wir es einfach mal. Schauen wir mal, was draus wird. Was hat Iska für ein Fahnenkreuz? Ah, so eins, okay. Dann überrasch mich. Aber es wird schon nicht unmachbar sein, oder? Warnung! Fahrpräsenz entdeckt! Bikers war nur ein Zwischenstopp. Ich habe einen verdeckten Ermittler umgelegt. Alter, ernsthaft? Naja, war keine Absicht. Oh, das glaube ich gern. Ja, Rache ist Blutwurst. Scheiße, Granate! Junge, läufst du vielleicht mal in die Richtung? Lass nicht locker. Ich habe dich gleich. Noch mehr verdammte Scheiße. Wir haben ihn getroffen. Wie, was ist los? Mit ihnen, was ist los mit denen? Ey, die Leute drehen hier aber auch am... Als wenn die hier die edlen Samariter wären. Ich habe gerade eben... den Checkpoint geklärt. Checkpoint Charlie. Puh, Leute. Also langsam, wenn das Spiel schwerer wird, dann spitzt sich die Situation auf jeden Fall deutlich zu. Das gefällt mir. Puh. JTF-Verstärkung angefordert. What the fuck? Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ja, dann bleibt er hier. Nein, der letzte Fitzchen, was er noch hat. So. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Scheiße, der darf keine Granate schmeißen. Alter Schwede, schieße ich Kacke. Der war aber. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Oh shit. Oh Scheiße. Aus dem Loch geholt, wie eine kleine Ratte. Die ist ganz schön genau, muss ich sagen. Feindkräfte nähern sich. Ach, scheiß drauf. Jungs, wo sind die Leute von... Alter Vater. Wo sind die Penner vom JTF da?
deine Stadt am Arsch. So. Ich blende diese Loser. Deine Mutti. Ist recht, ich bin deutlich über dir. Okay. Ihr habt keine Chance in der Stadt. Komm, guck mal. Hallo, Foto machen. Bereich gesichert. Lade Daten auf JTF-Netz hoch. Wow, Sie haben da richtig gute Arbeit geleistet. Ich weiß, ich war dabei. Gegen Sie möchte ich nicht kämpfen. So gut so. Komm, weißt du, wir sind gerade so gut drauf. Wir müssen diesen ganzen Wohnblock säubern. Wir machen noch einen, komm. Ein noch zum Abschluss der Folge. Das ist ja auch ganz witzig immer. Sammeln wir ein bisschen Stuff, damit wir unsere Basis das nächste Mal wieder ordentlich aufbessern können. Mach mal Peng. Hat er den gekillt, der Sausack. Warnung. Potenzielle Feindbasis identifiziert. Jetzt muss ich die Basis. Ja, genau das. Wird langsam langweilig. Pass auf, was du dir wünschst. Es geht nach hinten los. Meinst du, das kratzt mich? Lauf! Los! Mach sie kalt! Ihr braucht keine Erlaubnis. Es wird Zeit für einen Positionswechsel. Alter, wo kommt... Wo, wie, was? Okay. Alles klar. Wir nehmen mal das. Wir wollen jetzt zurück zur Basis. Okay, dann leveln wir jetzt kurz unsere Basis auf. Level 14 ist doch ein klein wenig zu schwer für uns, Freunde. Aber nicht mehr lange, dann können wir auch damit mischen. Da bin ich mir sicher. Oh ja. Richtig sicher. Nein! Komm. Komm. Betreten eines sicheren Bereichs. Ich habe gerade meinen Greenscreen überfahren. So, dann lad den mal ein. So. Boah, ich sag euch, ich nehme jetzt hier schon 4 Stunden, glaube ich, schon auf. Und langsam tun mir die Ohren voll, die stöpseln weh. Mach fertig. Boah, Alter, gib Gas. Warnung, verlassen des sicheren Bereichs. Ich betrete jetzt wieder das Safe Zone. Was machst du jetzt? Das LMB hält das russische Konsulat. Aber lassen Sie jetzt nicht nach. Keine Zeit. Machen Sie weiter so. Die Upgrades funktionieren gut. Danke für Ihre Hilfe. Kein Ding. Mach ich gerne. Passen Sie auf sich auf.
Gott sei Dank hat sich endlich jemand um die Familie. Die Ärzte, die sie zum Bahngelände begleitet haben, waren verdammt beeindruckt. Wir müssen diese Kabel umgehend anschließen. Die Generatoren verkraften sonst die Überladung nicht. Sie foltern, sie verstümmeln. Hey, das ist übel. Ich weiß, das ist übel. Ja, schreit doch nicht rum. So. Ich bedanke mich auf diese Folge recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Moment. Tschüss.